Pussy Power! Aber kommen wir zu Teil 3 meiner deutschen Anime-Serienaufzählung. Assassination Classroom. Assassination Classroom ist ein wirklich unterhaltsamer Anime. Die Methoden, die die Schüler zur Ermordung des Lehrers aussäcken, machen Spaß. Aber da es erst 5 deutsche Folgen gibt von den 36 Episoden, bleibt uns nur die Hoffnung. Mal wieder auf mehr. Astrea Testament. The Good Witch of the West. Da ich ja für Neues immer offen bin, habe ich mir diesen Anime mal angeguckt. Und naja, er war zwar an sich recht nett, aber ich gehöre glaube nicht so wirklich zur Hauptzielgruppe. Alles ist sehr schön gezeichnet und dieser Flair von älteren Zeiten kommt sehr gut auf. Astrea Testament ist zwar ein Anime, den man sich ansehen kann, aber man sich für die Thematik interessieren sollte. Ein Anime der Extraklasse sollte man aber nicht erwarten. Azumanga Daio. Eine richtige Story gibt's wie bei den meisten Animes dieser Art im Grunde fast nicht. Wir begleiten lediglich 6 Mädels bei ihrem Werdegang in der Highschool. Azumanga zählt zu den wichtigsten Animes, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich kann den Anime jedem Comedy-Fan voll und ganz empfehlen. 26 Folgen pures Vergnügen. Baki. Baki zeichnet sich im Fighting-Bereich dadurch aus, dass er keine Strahlen-Ki-Blast, Chakra oder sonst welche Energieladungen hat. Es ist hier purer Kampfsport. Selbst wenn es auch damit übertrieben wird, dieser Anime ist pures Testosteron und eine Art Rückkehr zu dem, was Fighting wirklich sein soll. Muskulöse Männer, die sich die Scheiße aus dem Leib prügeln. Fazit, dies ist ein purer Macho-Anime. Perfekt für Leute, die 48 Folgen nicht viel denken und nur coole Kämpfe sehen wollen. Bakugan, Spieler des Schicksals. Im Leben des 12-jährigen Dan ändert sich alles, als eines Tages Spielkarten vom Himmel fallen. Gemeinsam mit seinen Freunden sammelt der Junge sie auf und denkt sich ein abenteuerliches Spiel aus. Aus den gespielten Kämpfen wird blutiger Ernst. Für einen alten, guten Bakugan-Fan sind diese 2 Staffeln à 52 Folgen genau das Richtige. Basilisk. Ein neuer Shogun muss bestimmt werden und 2 Ninja-Dörfer streiten sich schon seit 400 Jahren. Story, Action, Love, Erotik und Drama. Alles dabei. Es lohnt sich reinzuschauen. Besonders das Ende hat mir gut gefallen und es war eine in 24 Folgen gut gepackte Geschichte. Beyblade. Beyblades sind Hightech-Kreise, die mit Hilfe von Zusatzteilen verbessert werden können. Der junge Tyson ist der Anführer der Bladebreakers, einem Team von Beyblade-Profis. Als Kind hat mich damals die Serie nicht überzeugt, aber Geschmäcker sind ja bei jedem anders. Und wer sich auf 154 Folgen spannende Beyblade-Schlachten freuen mag, ist hier genau richtig. Beyblade Shogun-Stil. Ja, ein weiterer Teil der Beyblade-Saga. Wer sein Herz den kleinen Kreisen schon in der ersten Fassung öffnen konnte, der wird auch hier wieder mit voller Seele seinen Spaß bekommen. Bisher gibt es 26 Folgen davon. Beyond the Boundary. In einer Welt, in der übernatürliche Wesen unter den Menschen leben, führt der junge Schüler Akihito ein für seine Verhältnisse recht normales Leben. Denn auch wenn er auf den ersten Blick wie ein Mensch wirkt, gehört auch er in die Welt des Übernatürlichen. Die Story war teilweise etwas verwirrend und fühlte sich etwas unausgereift an. Diese machte aber die schönen Animationen der Charakter und Umgebung wieder weg in meinen Augen. Black Blood Brothers. Die beiden Black Bloods, wie man Vampire heute nennt, reisen nach Japan zur Special Zone, einem Paradies für ihre Art. Schöne Action, sympathische Charaktere, akzeptabler Zeichenstil und auch annehmbare Musik. Was will man denn mehr? Die 12 Episoden dieses Anime sind durchaus ein willkommener Zeitvertreib für jeden Anime-Fan. So, das war's. Die Titel findet ihr unten in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Deutsche Anime-Serien Teil 4.